So täuschend echt sind Original und Miniatur, dass man gleich zweimal hinschauen muss. Das Bauhaus aus Dessau hat eine kleine Kopie bekommen. Die rollt anlässlich des Bauhausjahres durch Deutschland. Der Architekt van Bole-Menzel, spezialisiert auf das Kleine in der Architektur, hat die Kopie des berühmten Gebäudes von Walter Gropius konstruiert. Das Mini-Bauhaus ist nur eines von vielen Ereignissen, mit denen in Deutschland das 100-jährige Jubiläum der ikonischen Design- und Architekturschule gefeiert wird. Ich glaube, wir würden uns alle nicht so sehr damit beschäftigen, wenn es nicht ganz wichtig in der Gegenwart wäre. Dann wäre es ein abgeschlossenes historisches Phänomen und wir würden auch nur historisch darüber berichten. Die Organisatoren des Mini-Bauhauses wollen die Designschule aber nicht nur feiern, sondern auch kritisch betrachten und daraus Ideen für unsere Zeit entwickeln. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch mit Projekten in Kinshasa und Hongkong.